Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Factorio, hier mit meiner Fähigkeit der Glamour. Wir sind wieder hier, wer noch? Die Reihe ist immer noch komplett leer gegriffen, aber wir nehmen dann trotzdem von da. Aber das macht ja nichts, das ist alles scheißegal. Das läuft auch so. Gut, mein Problem ist lautwörtlich, dass wir einfach zu wenig Kupferdrähte haben. Trotz dass wir hier alles haben, wir können nichts ansammeln. Das ist das, was mir überhaupt nicht gefällt, dass wir einfach nichts im Voraus bekommen. Auch hier bekommen wir nichts im Voraus. Oh, doch hier haben wir wirklich was. Leckerer Marsch. Das ist ja mal der Wahnsinn. So, passt mal auf. Wir nehmen jetzt die mal alle raus. Ja, jetzt passt mal auf. Und wir legen jetzt einfach hier die rein. Mal gucken, was passiert, ja? Jetzt guckt euch das an. Es fliegt aber keiner mehr hinten. Ne? Jetzt kriegen wir hier überall was rein. Jetzt haben sie die schon leer gegriffen. So, jetzt nehmen wir alle von da. Sammeln wir hier. Und da und hier. Aber ich hätte eigentlich gerne einen Zwischenspeicher. Und zwar hätte ich dann gerne, dass irgendwie hier noch Kupferdrähte ankommen. Wir können hier auf jeden Fall nichts von abgreifen. Das kann ich mir absolut im besten Willen nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das hier ist aber sowieso kein gutes Prinzip in meinen Augen, weil es wäre viel schlauer. Oh. Das war jetzt richtig Banane. Jetzt haben wir mal gerade komplett die rote Produktion gestanden. Das war ja richtig schlau. Ja. Okay, sagen wir jetzt mal nicht so viel zu. Ist ja typisch wieder so Glamour-like. So, dann können wir nämlich. So, was ich mache. So. So. Dann hätte ich gerne, dass die einfach damit reinlegen. Und du da. So, und schon werden wir die beiden Kisten doppelt beladen. Es ist zwar absolut kein Puffer oder geschweige denn was anderes, aber im Prinzip schon gar nicht so schlecht. Ja, weil das Kupfer läuft hier oben so die ganze Zeit. Womit ja die ganze Produktion hier oben gar nicht mehr gefällt, also das muss ich auch mal sagen, aber ja. Hier ist immer noch genug produziert wird, aber irgendwie nur von einer Seite. Seht ihr das? Wir nehmen wirklich nur von einer Seite konstant. Ja. Das ist richtig dumm. Das ist dieses Band, was dahin geht, und wir nehmen da wirklich nur von einer Seite. Wie scheiße ist das denn? Es wird zwar alles gefüllt, aber auch wieder alles nur von einer Seite. Nicht dämlich. Ohne Flachs. Quatsch. Meint denn jetzt? Keine Splitter mehr? Hello?
Jetzt sind wir wenigstens mal ein bisschen beidseitig hier. Das Band wird dann auch viel geregelter vollgelegt. Da seht ihr, was da noch für Lücken sind. Und hier ist dann wirklich gar nichts mehr. Ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Was ja sowieso eigentlich hier nur ein Lückenfüller ist. Und das ist genauso wie hier. Müsste man das eigentlich genauso machen. Ab hier so. Müsste man das genau so machen. Dann darüber legt. Schon würde die andere Produktion ja hier auch noch wieder laufen. Sonst geht's ja gar nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So ist das nämlich jetzt komplett gestoppt. Aber wir nehmen trotzdem hier viel mehr raus. Ich hätte das auch hier oben hinsetzen können. Dann so anschließen können. Dann hätte der das ausgefüllt. Aber ich finde, hier ist das schon ganz okay. Seht ihr das jetzt? Können hier auch alle anderen wieder laufen. Es läuft nicht so proppenvoll. Ja. Jetzt wird der hier dann auch wieder laufen. Eigentlich. Und der. Der ist auch leer. Leer, ja, das kann komplett weg. Ja. Das haben wir dann auch komplett leer gerissen. Jetzt sieht man einfach extrem. Jetzt müssen sie mal wieder was nachschieben, aber in dem Sinne wirklich wenig, ne? Wir können auch nur auf eine Seite nachschieben. Ne, wir legen da auf der Seite und da oben legen wir da. Ist klar, ja. Aber in dem Sinne arbeiten jetzt hier mal, der ist auch schon leer. Auch leer, alles brauchen wir nicht. Ja, so gefällt mir das schon ganz. Wir haben keinen Kunststoff. Das lag daran, wahrscheinlich an der kurzen Zeit, wo ich nichts produziert habe. Aber jetzt wieder kein Kunststoff. Das würde eigentlich bedeuten, ich müsste eigentlich viel mehr Kunststoff produzieren. Also an unseren Dingens liegt es auf gar keinen Fall. Petroleum ist auch die ganze Zeit volle Pulle zugange. Aber wahrscheinlich ist hier unten unsere gelbe Produktion voll, richtig? Gelb, 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 gelb. Also der ist wirklich komplett voll. Trotz dass hier durchgehend gelaufen und oben ja auch komplett läuft. Okay. Kunststoff. Auch schneller kriege ich ihn nicht. Das kann man echt vergessen. Hier wird ausgeglichen. Super. Oh, wir haben keine. Keine Dingens mehr, keine Forschungspunkte. Das wird immer noch hergestellt. Achso, ja, ich habe ja hier den Dingens weggenommen. Weil es ja hier an. Wo bist du denn hingestellt? Da habe ich sie hingestellt. Ja, gut. Stell mal hier einen zweiten her. So. Hier läuft das ohne Ende. Hier wird es geteilt. Hier entstehen dann schon ein paar Lücken, aber das zieht sich dann hier oben wieder richtig zusammen. Wir kriegen trotzdem nichts im Voraus, gar nicht. Also ich muss unbedingt beigehen und muss das vergrößern, die Produktion. Nur ich weiß noch nicht wie.
Also ich müsste mal auf der Karte gucken, wo hatten wir denn noch Kupfer? Hier unten hätten wir nur noch Eisen. Das kann ich in dem Sinne wirklich vergessen. Hier hätten wir auch nochmal Kupfer. Wir müssten ihr... Kann man in die... Was kann man denn alles in die Waggons eigentlich laden? Kann man in die Waggons fertige Sachen machen? Ja, genau, Kevin. Wartet mal, Leute, ich muss mal gerade gucken hier. Güterwagen, was kann ich denn in den... Das war jetzt richtig. Da abbrechen. Also, was mich jetzt interessiert, Güterwagen ist, kann ich wahrscheinlich wirklich alles reinpacken. Also, das würde bedeuten, ich kann irgendwo eine Kupferproduktion mehr aufbauen, da dann auch gleich diese Dinger machen lassen und das dann zum Beispiel wie hier gleich ins System und dann Tschüssikowski hierher. Das wird ja auch gehen. Und dann könnte man... Ja, pro Waggon. Ja. Gucken, wie, wo man das baut, Leute. Also ich muss mir jetzt erstmal gerade einen Kopf machen, wo wir das bauen. Hier oben hätten wir Kupfer. 2,5 Millionen, das ist alles super. Da hätten wir unseren Panzer. Hier, ja. Super, das müsste ich mir nehmen. 6,7 Millionen. Das würde bedeuten, ich muss mir hier ein Dingens bauen. Einen Schutzwall. Dann könnten wir das abbauen, hier oben hin und dann zum Beispiel mit der Eisenbahn dann gucken, wo wir das mit der Eisenbahn dann hinbauen. Aber wenn, dann möchte ich gerne das da oben alles hinbauen, also wirklich komplett. Aber ich möchte jetzt auch erst einmal nach dem Rechten gucken, wie es mein Uran geht und mein Atomkraftwerk. Dann sehen wir weiter. Eine echte Überlegung, ob man das nicht macht. Dann wirklich mit Kisten ein Lager. Ja. Ich will das mal ein bisschen mehr mit den Zügen machen. Die Produktionsstätte ganz woanders bauen. Das muss ja nicht da sein. Es ist verlangt. Jetzt mache ich. Es verlangt ja keiner von mir, dass ich irgendwo immer die Produktionsstätten da habe, sondern die kann ich ja schätzungsweise hinbauen, wo man die haben möchte, oder? Denke ich jetzt einmal. Also hier läuft alles wie geschmiert. Wir haben keine Wasserprobleme anscheinend. Ist ein bisschen wenig Druck drauf, aber ich glaube nicht, dass das Fehler verursacht oder irgendwelche Probleme. Hier wird auch fleißig produziert die ganze Zeit. Man sieht einfach, dass sie gar nichts mehr tun müssen. Also hier ist wirklich weidende Lämmer. Wir könnten eigentlich grüne da. Machen einfach hier mal noch ein. Das. Hier wird ja das fertige Uran reingelegt. Hier das unsaubere Uran, was dann ja aber auch wieder verteilt wird in dem Sinne. Hier hätte ich gar nicht fertig Kisten hinmachen müssen. Das ist nämlich eigentlich total dämlich. Zwei Stahlkisten hätte ich gerne. Die können nämlich eigentlich so sein, weil nur da soll ja erstmal rausgenommen werden. Also das ist ja sonst blöd oder dämlich. Warum läuft das hier nicht richtig? Hier ist auch genug. Hier ist auch genug. Was ist hier mit? Ist voll. Hatten wir nicht irgendwo schon diese Uran auf? Bitte. Man muss doch irgendwo... Ja, hier haben wir das. So, es gibt zurzeit kein Dreck. Okay, es gibt keinen Dreck. Okay. Da muss ich jetzt mal gerade nachgucken. Das hat mich gerade so ein bisschen geschockt.
Also wir brauchen jetzt 250, 260 Megawatt. Wir können irgendwie über 400, also alles easy. Wenn uns die Wasserleitung nicht wegbricht, ne? Also wenn wir kein Wasser mehr haben, dann haben wir ein Problem, ne? Wow. Wasser sieht alles ein Augen ganz gut aus, aber die laufen nicht mal auf Vollgas und uns bricht so schon ein bisschen das Wasser weg. Vielleicht sollte ich doch überall noch mal eine Pumpe anschließen an jede Leitung. Keine Ahnung. Einfach hier mal gucken, weil hier ist das Rohr ja auch nicht voll, ne? Also wenn man jetzt sich... Dahin, das läuft dahin und dann... Hier wird es verteilt, 97, 73, 76. Also hier könnte man ruhig noch eine Pumpe irgendwo hinsetzen und auch mit ans Rohr anschauen. Da mal so. Jetzt ist mal das dahin. Haben wir hier 90, da 78. 90. Wir haben jetzt zwar mehr Wasser raufgedrückt, die Leitung, aber jetzt auch nicht unbedingt. Das, die Leitung sieht gut aus, aber die hier sieht ein bisschen mager aus, ne? Aber wie können wir denn da noch eine Leitung zwischenkriegen, Leute? Sich von hier oben und dann runter irgendwie. Schon so fast meine Idee, die ich dann habe, nur noch. Kosten ja nichts. Also das ist ja auch lächerlich. Ich wollte eigentlich ganz was anderes machen, aber ja. Ja, mal gucken, ob das hinkriegen. So könnte ich das machen. Wenn wir jetzt hier gucken, jetzt haben wir 78, hier haben wir 90, 78. Jetzt hier den Druck erhöhe. 79. Klasse. Das hat es ja richtig rausgehauen. Wahnsinn. Hat aber hier super geklappt. Hätte ich den direkt so anschließen müssen, das kriege ich aber nicht hin. Keine Ahnung. Also das hat vom Druck her hat uns das nichts gebracht. Vielleicht kann mir da ja mal einer was schreiben, vielleicht hat da einer eine andere Idee. So, ich muss mir das jetzt unten erstmal angucken. Mit meinem Gebiet, was ich gerne vergrößern würde. Hätte ich mal gleich das scheiß Vorkommen mitgenommen. Aber gut. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.